Kinder, was gehen bei euch ab? Junge, ich habe gerade eine Gustel gemacht und ja, mal gucken, wie es euch gefallen hat. Infovideo zum Sonntag. Erstens, wahrscheinlich findet am Dienstag der Community-Abend statt. Ich werde es hier einblenden. Hier, wenn ich muss es nämlich erst später noch besprechen, aber das Video wollte ich jetzt schon aufnehmen. Irgendwo hier steht es halt im Bild. Wir werden dieses Spiel spielen, das ich letztes Mal schon genannt habe, Blacklight Retribution oder sowas. Ich werde es auch nochmal unten reinposten, den Download-Link. Ich glaube, es gibt es kostenlos eh bei Steam, also da könnt ihr euch direkt holen. Teamspeak-Daten werden dann auch noch folgen unter diesem Video eben. Info Nummer 2. Je nachdem, wie es euch gefallen hat mit dem Gustl, werde ich da vielleicht mehr machen. Ich habe ja in meinem Tutorial, da müssten schon alle Teile oder zumindest zwei Teile da gewesen sein, ja, erzählt, dass ich extrem viele Ideen habe, die ich gar nicht umsetzen kann, zeittechnisch. Und das ist zum Beispiel so eine kleine Sache. Dritte Info. Schaut mal, das ist eigentlich schon lange her, aber ich habe es noch nicht gezeigt. Schaut mal. Zu meiner bestandenen Prüfung habe ich von meiner Freundin Folgendes bekommen. Von meiner süßen, wunderschönen Frau. Ja, guck mal. Könnt ihr es sehen? Der Dummbabbler steht da drauf. So, die Schminkweibe immer machen. Ja, das ist mein neuer Stift. Damit male ich mir immer die Augen an. Manchmal steche ich auch rein, aber dann blutet es voll eklig. Das ist das Maybelline. Ja, naja. Ja, das ist wahre Liebe, wisch. Das waren die drei Infos zum Sonntag. Mein Schnecklein kommt jetzt gleich, deswegen nehme ich das jetzt noch auf. Schaut euch den Himmel an. Abendrot schlägt Leute tot. Graue Wolken, Kühe werden gemolken. Weißer Hintergrund, Kot im Mund. Das sind so Sprichwörter, die man natürlich kennen muss. Endlich ist der Winter vorbei. Ich habe immer alles zugehabt und hier die Lichter nur angehabt, weil es draußen eh stockdunkel war, wenn ich hier was gemacht habe. Aber jetzt ist ein bisschen Licht noch da und da draußen läuft die Krähe rum. Da läuft eine Krähe rum, ich raste. Vielen Dank, dass ihr auch so schön immer so tüchtig wartet. Kann man tüchtig warten? Ja, ihr wartet immer so schön, wenn was kommt und dann zack und Kommentare und hin und her. Auch wenn ich mal ein bisschen länger brauche. Vielleicht noch als vierte kleine Info, um dass ihr das nochmal nachvollziehen könnt. Mein Studium geht ja jetzt weiter und an manchen Tagen, an denen ich arbeite, ist es eben so, dass ich morgens aufstehe um 7 oder 8. Dann fahre ich in die Hochschule, sitze da bis 15, 16 Uhr und dann fahre ich von der Hochschule auf die Arbeit und bin dann da von kurz vor 5 bis um 21 Uhr, 22 Uhr, nachdem wie lange es dauert. Das heißt, ich bin über 12 Stunden dann halt einfach auf Achse und ne, und das ist halt blöd von der Zeit her. Und die meisten Projekte, die ich habe, die sind halt keine Pillepalle-Projekte. Jetzt irgendwie eine Stunde Minecraft aufnehmen, 15 Minuten, 4 Folgen. Nee, ihr wisst ja, was ich mache. Und das dauert einfach länger. Das dauert einfach deutlich länger, Kinder. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, gell? Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja.